Wir haben diese Erwartungshaltung nicht erfüllt bekommen, mussten heute zur Kenntnis nehmen, dass die CDU uns heute offiziell angeboten hat, einen Antrag zur Auflösung mit 10 Abgeordnetenunterschriften mit in den Landtag einzubringen. Das heißt in der Summe, dass 52 Abgeordnete aus den Fraktionen der Vertragspartner dokumentieren, für die Neuwahl stimmen zu wollen. Das sind, wie Sie wissen, 8 zu wenig. Und es ist für uns auch enttäuschend, dass noch nicht einmal die zugesagten oder zugesicherten 17 Stimmen jetzt dokumentiert auch als sichere Stimmen für die Auflösung im öffentlichen Raum sind. 52 Unterschriften dokumentieren, 42 Abgeordnete der Koalitionsfraktionen sichern zu, öffentlich mit ihrer Unterschrift nachprüfbar, dass sie die Neuwahlen wollen und für die Auflösung stimmen. Das tun offensichtlich auch 10 Abgeordnete der CDU-Fraktion. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass 4 öffentlich erklärt haben, das auf gar keinen Fall zu tun. Und von 7 müssen wir momentan auf die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der CDU vertrauen, der sagt, diese Stimmen würden am 19. Juli schon stehen. Aber ich sage es auch, das habe ich Ihnen am Dienstag schon gesagt, das Vertrauen in solche Aussagen ist auch gestört. Wir haben viele Monate gehört, dass die Mehrheit steht, die CDU zu ihrem Wort steht, und mussten dann feststellen, dass die notwendige Mehrheit von 60 Stimmen durch die Vertragspartner, eben durch das Wegbrechen an der CDU-Fraktion, nicht tatsächlich besteht. Und nochmal, 52 sind rein rechnerisch erstmal 8 Stimmen zu wenig.